Meine Großmutter sah genauso aus wie sie. Wie alt ist sie? Sie ist 79, aber seit 10 Jahren. Ich bin 84, ein alter Mann. Wir sind schon alt. Aber du siehst stark aus. Du setzt dich hin, dann springst du wieder auf. Ich kann das nicht tun. Du rennst die Treppen herauf. Und ich nehme mir meine Zeit. Es ist eine Ehre für mich, hier zwischen euch zu sein, meinen Brüdern und Schwestern. Unser Wissen, unsere Prophezeiungen zu teilen und zusammenzukommen, um eine neue Erde zu beginnen. Dies ist ein Wasserkürbis. Im Inneren ist Wasser. Das ist Wasser. Erde. Sonne. Und das. Das ist, was du möchtest, dass es ist. Es könnten Tiere sein. Und hier. Hier ist eine menschliche Hand. Die Hopis kommen von hier. Das repräsentiert die Mesa, die Steinplattform, wo unsere Leute leben. Der kleine Finger ist die erste Mesa, die erste Steinplattform. Zweite Mesa. Die vierte Mesa. Die fünfte Mesa. Es bedeutet auch, dass wir durch 4 Welten gegangen sind. Jede von diesen Welten wurde wunderschön erschaffen und wurde zerstört. Die Führer einiger Stämme in Mesoamerika wurden korrupt, böse. Das ist, wieso die Hopis gegangen sind, um einen sicheren Platz zu suchen. Und sie fanden, es ist auf der Mesa, auf der Steinplatte, das Hopi-Land. Das ist das Hopi-Land. Wir sind jetzt am Ende der 4. Welt. Aber es wird eine 5. geben. Aber bevor wir dort ankommen, muss es eine Reinigung geben. Wir werden alle bestraft werden.
weil wir unsere Mutter Erde krank gemacht haben. Es passiert immer noch, gerade jetzt. Unsere Leute sind hierher gekommen, zu den drei Steinplatten. Sie repräsentieren auch den Gürtel des Orion. Aber wenn wir hierher kommen wollen, müssen wir uns vorbereiten. Spirituell müssen wir Hopi werden. Als wir hierher kamen, gab es schon eine Person, die hier lebte. Er hat auf die Menschen gewartet und unsere Menschen kamen. Und die Vorfahren sagten, können wir hier bei dir bleiben? Und er sagte, ich kann euch keine Erlaubnis geben. Ich besitze dieses Land nicht. Aber wenn ihr bleiben möchtet, müsst ihr meinem Weg folgen. Es ist ein schwerer Weg. Schaut mich an. Ich bin ein Bauer in einer Wüste. Kein Wasser wie dieses, um die Pflanzen zu bewässern. Masau sagte, ich habe nur drei Dinge, die ich nutze, um mich als Bauer zu unterstützen. Er zeigte ihnen Maiskörner. Ein Wasserkürbis. Und einen Stab, um zu pflanzen. Masau sagte, diese drei Dinge müssen zusammenarbeiten. Er sagte, eines Tages wird dieser Stock von selbst leben. Und das repräsentiert Wissenschaft und Technologie. Doch heute, statt das zu nutzen, den Stab zu nutzen, um das und Mais zu unterstützen, ist das unser Gott geworden, die materielle Welt. Unsere Leute entfernten sich von Maßhaus Weg, seinem spirituellen Weg, um dieser Welt hier beizutreten. Diese Welt ist eine moderne, materielle Welt. Wissenschaft und Technologie
ist unser Gott, auch Geld und Trauer. Aber das hier wird enden. Das ist, wo wir heute sind. Das Ende der vierten Welt. Aber es gibt Hoffnung für die fünfte Welt. Aber wie ich schon sagte, nicht jeder kann in die fünfte Welt gehen. Es müssen Menschen mit gutem Herzen sein. Andere werden nicht hineinkommen. Darum sollten wir uns alles spirituell bereit machen. Wir müssen uns bereit machen. Das ist die Prophezeiung. Eine Sache, die ich hier noch sagen muss. Marsau sagte, er sagte schon, er wusste schon, dass wir kommen werden. So tun es viele andere Menschen. Und Marsau sagte zu den Vorfahren, wenn ihr hier beginnt zu leben und eure Dörfer baut, wird euer Führer der ärmste Mann sein. Arm, sehr arm, ohne Macht, keine politische Macht. Das ist so, weil Marsau wusste, was in der vorherigen Welt geschehen war, wo der Herr Herren aus den Herren und Kriegsherren wurden und konstant kämpften. Sie haben ihre Menschen missbraucht, ihre Menschen misshandelt. Und das passiert immer noch, genau hier. Du, Menschen, die Maya leben. Ich schätze, hier sind 6.000 von euren Menschen. Habt ihr die Papiere zu eurem Land? Oder besitzt ihr euer eigenes Land? Oder sind sie immer noch von der Regierung beherrscht? Bist du frei? Und das ist, was ich gefühlt habe, als ich hierher gekommen bin. Ich habe das gesehen. Tatsächlich habe ich gemischte Gefühle. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich sehe Schönheit. Ich sehe die Zwillingsvulkane. Aber ich fühle auch etwas sehr Unwohles. Eine Art von negativem Geist. Ja, das ist, was ich sehe. Aber ich denke, dass die Menschen, nicht nur eure Menschen, sondern alle indigenen Menschen der ganzen Welt, sind in der gleichen Art und Weise kontrolliert.
kontrolliert von den industriellen Kriegsherren. Diejenigen, die alle Regeln machen, nach denen wir leben müssen. Das ist nicht richtig. Aber ich spüre auch, dass die Menschen unruhig werden. Und das ist Hoffnung. Ich habe so viel zum Teilen und so wenig Zeit. Und morgen gehe ich nach Hause. Zurück zu den Mesas, den Steinplatten. Heute Morgen habe ich dem Kojoten gesagt, ich höre ihn jeden Morgen um 5 Uhr. Er ist mein Bruder. Ich bin Teil des Kojoten-Clans. Er schaut nur nach uns. Und er heult und sagt unseren Leuten, sie sind okay, ihnen geht es gut, sie kommen morgen. Damit möchte ich nur sagen, es in einem Lied sagen. Und es sagt, du gehst nach Hause. Alle von uns gehen nach Hause. Du gehst zurück zu deinem Zuhause. Mögest du sicher zurückkommen. Mögest du ein harmonisches Leben leben. Das ist das Lied. Danke. Möge Gott dich segnen, dir viel Kraft geben, Kraft auf deinem Weg geben. Dass er uns weiterhin hilft. Dass er viel den Menschen hilft. Und dass du viel Stärke hast. Danke. Wenn die Hände so zusammenkommen und die Daumen so, sieht man, wir sind durch 1, 2, 3, 4 Welten gegangen. Hier ist das Ende der vierten Welt.
wird es eine fünfte Welt geben. Das liegt bei dir und bei mir. Jeder sollte es tun. Dreh dich zu deinem Nachbarn und mach es. Ich würde auch gerne etwas sagen. Die Energie von der Natur, in der wir leben, ist geschwächt. Wir gehen nicht mehr mit Würde auf ihr. Wir haben so viel Bosheit in unserem Verstand, in unserem Herzen. Wir als Führer fallen und begehen Fehler. Wir fallen in Sünden, in Probleme. Und die Regierung, von der du sprichst, die uns seit der Zeit beherrscht, ich bin auch eine Demonstrantin dagegen. Gut für dich. Sie nehmen es alles an sich. Sie sind nur die Verwalter, die Aufpasser. 4, 2 Jahre ist okay. Aber nur verwalten, nicht über Mutter Erde entscheiden. Es geht darum, die Menschen zu unterstützen, die neue Kreation der Zukunft zu unterstützen. Denn wir müssen eine Sicherheit in der Zukunft haben. Wir müssen die Babys, die Kinder vorbereiten. Für uns. Hat das Mädchen eine große Mission zu regieren. Die Babys, die nach uns kommen, müssen regieren. Aber wir müssen uns niederknien und zum heiligen Feuer beten, zum Universum beten, damit sich alles verändern kann. Denn die Regierung bestimmt über uns alle. Sie stellen Grenzen auf. Zum Beispiel, du gehst hier nicht durch, hier ist eine Grenze, du musst bezahlen. Du gehst hier nicht durch und dort nicht. Es gibt Grenzen für die Dörfer und Gemeinschaft. Und es ist alles nur, um Geld von ihnen zu nehmen. Man braucht Papiere und man muss sehr viel Geld bezahlen. Aber die Ahnen haben gesagt, jetzt bist du hier. Du kommst aus deinem Land. Du bist hier. Du bist hier in Chichicastenango. Es ist deins. Du bist hier in Guatemala. Es ist deins. Und wenn wir bei euch sind, ist es unseres. Nichts von dem ist deins, meins oder ein Eigentum. Es ist von uns allen. Die Ahnen haben gesagt, sie haben gelitten, um dafür zu bitten. Was machen sie? Sie töten sie mit Waffen. Sie töten sie. Sie verbrennen sie, weil sie die Wahrheit nicht hören wollen. Sie lassen es nicht zu.
Für mich gibt es eine große Aufgabe. Für uns alle, die hier sind. Ich weiß, ich weiß. Wir müssen kämpfen, um für unsere Rechte zu bitten, für unsere Würde, für unseren Respekt. Um es nicht zu lange zu machen, werde ich hiermit beenden. Danke, auch für deine Worte an mich. Der Planet, der hier ist, wenn wir uns jetzt nicht reinigen, wenn wir uns jetzt nicht lieben, werden wir nicht zu der fünften Welt kommen, von der du sprichst. Das stimmt, das stimmt. Die Ahnen sagen, wir rutschen aus, wenn wir gehen. Wieso? Weil wir nicht vorbereitet sind. Die Worte, die du in deinem Kopf hast, die du mit uns teilst, das ist es. Tausend, tausend, tausend Dank. Tausend, tausend, tausend Dank. Ich danke dir so sehr. Das ist dein Wasserkürbis. Das ist ein kleiner, den wir mitnehmen, wenn wir auf Reisen gehen, um es dem Gastgeber zu schenken. Wir machen größere. Das ist ein etwas kleinerer. Doch im Inneren ist Wasser. Ich kann nicht unser Wasser hineintun, denn es läuft aus. Aber das ist das Wasser. Das ist das Wasser, was hier drin ist. Wir haben eine kleine Flasche mit Wasser zu Dr. Masaru Emoto geschickt. Und er hat das Wasser kristallisiert. Und es kam so heraus. Das ist das Wasser, was wir trinken. Das ist das Wasser, das die Kohlenminenfirmen benutzen. Alle Wasserkristalle bilden zusammen 6 Spitzen. Ich habe viele Menschen einen Blick darauf werfen lassen und ich sage, was siehst du? Und einer sagte, ich sehe kleine Babys herauskommen. Augen, Mund, Dreieck. Dreieck. Wenn du dieses drehst, hast du 6 Spitzen. Und das repräsentiert auch die 6 Farben des Mais. Ja, die 6 Farben des Mais. Bei uns ist es dasselbe, doch wird repräsentiert von 13. Sie haben 6, wir haben 13. Mutter Erde, der See, der Himmel, der Wind ist eine Person, so wie wir. Mutter Erde, der See. Der Himmel, der Wind ist auch eine Person, so wie wir. Sie haben ihre Augen, sie haben eine Nase, sie haben ihren Mund, sie haben ihre Ohren, sie haben ihre Gelenke,
genauso wie wir. Darum müssen wir aufwachen. Wir sind eins. Und jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich, dass wir zusammen sind. Wir kommen von der Wüste. Und du oben von einem großen Berg. Wir sind alle zusammen. Wie ihr seht, an meiner Art zu erklären. Das ist Hopi-Wissenschaft. Und Wasser ist Leben. Wasser ist Kraft. Wasser kann nicht zerstört werden. Wir kämpfen oft hier, weil die Menschen schlechte Dinge in das Wasser tun und es schmutzig wird. Ja, Wasser ist Leben, Wasser ist Kraft. Wir sind Wasserkürbisse. Unsere Körper sind Wasserkürbisse. In den Dreien, drin ist Flüssigkeit, ist Wasser. Es kann sich von solide in flüssig zu Dunst verwandeln. Aber es kann nicht zerstört werden. Hopi sagen, Wasser hat viele Gesichter. Viele, viele Gesichter. Wasser reagiert auch auf unser Verhalten. Wasser hat Erinnerung. Das Universum ist Wasser. Es ist ein Energiefeld. Wir sind alle Teil davon. Die Bäume, die Bienen, die Käfer und alles. Jeder von ihnen hat einen Sinn im Leben. Und alles. Hast das Recht zu leben. Alle dienen einem Sinn. Du weißt es vielleicht nicht. Du siehst eine rote Ameise und denkst, es ist nur eine rote Ameise. Ist es nicht. Sie ist dort aus einem Sinn, aus einem Grund. Hopi sagen, alles ist am Vibrieren. Und jetzt, Wissenschaftler versuchen herauszufinden, was das Universum ist und die Natur des Universums. Aber sie sehen sich nur die materielle Seite an. Sie kennen nicht die andere Seite. Ich gehe schon wieder in meine Vorlesung hinein. Ich entschuldige mich. Aber der Punkt ist, ich habe ein Buch gelesen von diesen Quantumwissenschaftlern. Und sie haben eine Theorie. Sie wird String-Theorie genannt. Ich fragte meinen Freund über das, was ich gelesen hatte, und ich fragte ihn,
Was ist deine String-Theorie, die dieser Wissenschaftler hat, um es versuchen herauszufinden? Und er sagte, Spinnen, Großmutters Netz. Großmutter, Spinnes Netz. Das Netz ist aus Spucke, aus Feuchtigkeit hergestellt. Das sind die Strings. Jetzt weiß ich, was eine String-Theorie ist. Eines Tages werden wir ein Klopfen an der Tür hören. Und wir werden sie öffnen. Und da wird er sein, ein Wissenschaftler. Und wir werden sagen, hey, du bist zu spät. Wir kennen schon die Gesetze. Hopi-Wissenschaft. Und für mich heißt das, dass die Menschen vor langer Zeit eine höhere Intelligenz hatten, viel kraftvoller als das, was die modernen Wissenschaftler haben. Viel kraftvoller. Habt eine sichere Reise. Ich bin so glücklich, hier zu sein, euch alle zu sehen und dass wir alle unsere Herzen zusammen haben. Und zusammen. Zusammen. Zusammen werden wir es schaffen. Nicht wahr, mein Kumpel? Danke. Danke.